Und das war der Tag nicht nur in München, es war auch der Tag im Heute-Journal. Noch eine Bonner Nachricht, nichts Politisches, symbolisch immerhin und einfach interessant, wie wir finden. Ein Mann kehrt heim sozusagen, leibhaftig und in Öl. Deutsch-Deutsch war das Ereignis auch. Der Leipziger Maler Bernhard Heisig hat der Helmut Schmidt porträtiert und heute wurde der Ex-Kanzler in die Kanzlergalerie eingereiht. Der Sinn dieses heutigen Nachmittags und dieser kurzen Begegnung ist, dass jeder dieses Bild auf sich wirken lassen kann, dieses Bild zur Kenntnis nimmt, was ja eine wichtige Zeit in der Persönlichkeit von Bundeskanzler Helmut Schmidt in der Geschichte unserer Bundesrepublik Deutschland darstellt. Ich möchte mich erstens bedanken dafür, dass Sie eine Tradition fortsetzen. Ich will nicht die Hoffnung aussprechen, dass Sie möglichst schnell da mit dem sechsten Bild folgen. Sie haben da zwar die Hoffnung, aber es bleibt dabei. Meine Hoffnung. Zweitens möchte ich Ihnen danken, dass Sie meine Wahl des Malers, nämlich des Herrn Professor Heisig aus Leipzig, gerne akzeptiert haben. Und drittens möchte ich mich bei Herrn Heisig bedanken. Er hat sich viel Mühe gegeben mit einem sehr unruhigen Menschen, der also nicht gerne im Modell sitzen mag und das auch nur ganz kurzfristig getan hat. Wenn ich das richtig erinnere, hat er mindestens zwei Ölbilder schon vernichtet von den sieben, die er insgesamt angefertigt hat. Wir haben gemeinsam das ausgesucht, was nach unserer Meinung, unserer übereinstimmenden Meinung, für Ihre Zwecke hier im Kanzleramt das geeignetste war. Also herzlichen Dank an Sie beide, meine Herren. Aber wie lange hat er denn wirklich still gesessen? Überhaupt nicht.